Moin Leute und herzlich willkommen zu Relic Zockt. Ich bin der Relic Elmet und wir sind immer noch bei Final Fantasy 15, der PC-Demo bei. Im letzten Teil haben wir das Tutorium gestartet. Da sind wir auch immer noch bei. Wir lernen jetzt als nächstes etwas über das Teamwork. Und ja, schauen uns das Ganze mal an, würde ich sagen. Ne? Ist ja quasi auch ein Gruppenspiel, ne? So, ja, da haben wir schon unseren Kampfpartner. Und jetzt kommen wir zum Thema Kombos. Okay, meine Gefährten kämpfen also automatisch. In manchen Aktionen hat Noctis mit einem Schwert, einem Großschwert oder einer Lanze stimmen seine Gefährten mit Kombos ein, wenn sie in der Nähe sind. Okay, Kombos können folgen auf Paraden und Überraschungsangriffen. So, Überraschungsangriff von hinten. Ich bin noch immer so ein kleines bisschen verwirrt durch diesen Pausenmodus. Hier so eine schöne Parade hingelegt und mein Partner ist hier nicht mit eingestiegen. Frech. Ah, jetzt. Kommandos. Offensichtlich können wir Kommandos geben. Mit LB und dem Digitalkreuz. Der Kommandobalken lädt sich während des Kampfes auf. Gegen ein oder mehrere Einheiten des Balkens führen Prompto Gladius und bringen wir spezielle Attacken aus. Probier es einmal mit Prompto aus. Er hat aktuell das Kommando Durchschuss ausgerüstet. Also LB und nach links. Wenn ein Gefährte sein Kommando erfolgreich ausführt, hast du die Chance auf einen Zusatzangriff. Ja, das habe ich gerade schon gesehen. Ich glaube, ich war nur etwas zu langsam. Neue Kommandos mit unterschiedlichen Effekten können über das Fertigkeitenmenü freigeschaltet werden. Manche Kommandos können zum Beispiel Gegner schwächen oder ihnen großen Schaden zufügen. Mach sie dir zunutze. Okay. Kritischer Zustand. Autsch. Das war jetzt aber böse. Fallen Noctis LP auf 0, wechselt er in den kritischen Zustand. Er kann dann keine Aktionen ausführen, die MP verbrauchen, zum Beispiel ausweichen. Außerdem sinkt sein LP-Maximum allmählich. Weiterer Schaden verringert es zusätzlich. Sinkt auch das LP-Maximum auf 0, heißt es Game Over. Okay, wir müssen uns also wahrscheinlich jetzt retten. Nach einer bestimmten Zeit erholt sich Noctis aus dem kritischen Zustand. Wenn Gefährten in der Nähe sind, helfen sie ihm aber oft sofort aus der Misere. Okay. Ah, jetzt kommt er angerannt. Und schon bin ich wieder frisch. Jetzt muss ich meinem Kollegen hier helfen, aber das machen wir ja gerne. Auch Noctis Gefährten treten in den kritischen Zustand, wenn ihre LP auf 0 fallen. Ja, das haben wir gerade gesehen. Helfen bei Gefährten im kritischen Zustand. Gefährten erholen sich nicht automatisch aus dem kritischen Zustand.
Okay, also denen muss ich immer helfen. Naja, wir sind ja nicht so, ne? Das LP-Maximum wird nach der Aufhebung eines kritischen Zustands nicht vollständig wiederhergestellt. Okay, ja, wir sehen es da unten schon. RT und Digitalkreuz Gegenstände benutzen. Gegenstände können auch im kritischen Zustand eingesetzt werden. Betrifft die Wirkung nur einen Charakter, muss dieser aus einer Namensliste ausgewählt werden. Benutze ein Elixier, um das LP-Maximum von Noctis und Prompto wiederherzustellen. Jetzt haben wir 5-mal Elixier gekriegt. So, RT, Gegenstände, Elixier. Erstmal für mich. Und für Prompto. Zack, das hätten wir. Wenn du mit einem Gegenstand RP über das Maximum heilst, werden kritische Zustände ebenfalls mit aufgehoben. Okay. Schließe dich mit Prompto zusammen, um Gladius zu besiegen. Ja, das kriegen wir hin, denke ich, oder? Ein Magie-Plakon. Ach, jetzt haben wir hier wieder Zauber, die wir ausrüsten können. Das machen wir auch gleich mal. Hauen wir hier mal Feuer rein. Ich mag ja Zauber. So, und dann gebe ich gleich mal eins auf die Mütze hier. Ja, gegen Feuer scheint er immun zu sein. So, dann werden wir unser Kommando starten. Und zack. Unverwundbar. Warum ist der denn jetzt unverwundbar? Aber zum Glück macht der Warp-Angriff noch Schaden. Ja, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Hauen wir ihm nochmal ein Feuer rein. Wo war denn das jetzt hier eigentlich, dass er mir die Resistenz angezeigt hat? Ich hätte wahrscheinlich erst die Waffe wechseln sollen. Okay, das große Schwert hat ein bisschen mehr Schaden verursacht. Gut, dann haben wir den auch geschafft. So, jetzt habe ich alle Tutorien absolviert. Sehr schön. Das heißt, wir kümmern uns jetzt mal um die Geschichtsgrundlagen. Da bin ich sehr gespannt. Das ist ja zumindest für mich in Final Fantasy immer so ein kleines bisschen verwirrend. Aber wir schauen mal. Die Bilder in diesem Zimmer verraten dir mehr über die Welt, in der unsere Geschichte spielt. Schau dich nach Lust und Laune um. Oh Mann, ja, ich bin auch ein bisschen verpennt. Ich bin gerade aufgestanden. Also seht's mir nach. So, jetzt haben wir hier... Gut. Können wir uns Bilder angucken. Nachts kommen die Sicher. Auf Eos existieren blutrünstige Monster, die Sicher genannt werden und selbst den kampferprobten Jägern Probleme bereiten. Von stark beleuchteten Städten und Siedlungen halten Sicher sich fern. Doch Straßen sind von den besonders grausamen Exemplaren nicht sicher. Bei Nacht bleiben die Bewohner daher lieber zu Hause oder suchen Schutz in einem der zahlreichen Refugien. In jüngster Zeit sind die Sicher immer aggressiver geworden
und nach einem weiteren und noch ein weiteres Phänomen lässt sich beobachten. Die Nächte werden immer länger. Einige behaupten gar, zwischen beiden Entwicklungen gäbe es eine Verbindung. Die Magie des Königs von Luzis. Luzis? Ja, ich denke, das spricht man so aus. Das Haus Luzis beschützt den heiligen Kristall von Eos. Nur der König vermag, mit dem magischen Ring der Luzis Zauber zu entfesseln, der jede Waffe über der die jeder Waffe überlegen sind. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Mitglieder der Königsfamilie sind stark der Magie dank des Kristalls sind dank der Magie des Kristalls dazu in der Lage, ich sollte wirklich langsamer lesen heute, Waffen zu beschwören. Diese Kräfte können sie sogar mit ihren engsten Vertrauten teilen. Doch Nilfheim ist dem Königreich Lucis kräftemäßig überlegen. Um die Hauptstadt vor den Angriffen des Imperiums zu schützen, hält König Regis dank der Magie des Kristalls und seinen eigenen Lebenskräften den magischen Ball aufrecht. Stirbt er, fällt Insomnia. Nilfheim, das ist doch so aus der nordischen Mythologie, oder? So, was haben wir hier? Die göttlichen Sechs der Kanagi. Eos wurde von 6 Göttern gesegnet, die die Menschen nur noch aus Legenden kennen. Denn die Götter sind in tiefen Schlaf verfallen. Sie sammeln ihre Kräfte, um eines Tages Eos gegen die Astralplage beschützen zu können. Doch die Kanagi, ein Medium, das mit den Göttern kommunizieren kann, verfügt dank des Segens der göttlichen Sechs über die Kräfte des Planeten. Sie bewahrt die Menschen damit vor Krankheit und Not, weshalb sie auf ganz Eos verehrt und geliebt wird. Die Welt Eos, Bühne für das Abenteuer von Prinz Noctis, ist eine weite ferne Welt namens Eos. Ein Großteil dieser Welt befindet sich in den Händen des Nilfheim Imperiums, das mit militärischer Stärke fast alle feindlichen Nationen überrannt hat. Das Königreich Luzis verteidigt sein Hoheitsgebiet, das sich offiziell bis in die Region Leide, Duskai und Kleine erstreckt. Mein Gott, sind das Namen. Mit Magie. Die Gebiete außerhalb der Hauptstadt liegen jedoch de facto in der Hand Nilfheims. So, ich glaube, das haben wir schon hier, ne? Oh, mehr kann ich nicht sehen. Jetzt müssen wir, glaube ich, unseren kleinen Hasenfreund hier wieder ansprechen. Rundgang beenden. Ja, dann beenden wir den Rundgang. Gut, ich denke, Kampfgrundlagen, Geschichtsgrund, das haben wir alles durch. Dann würde ich sagen, können wir mit dem Spiel loslegen. Ich bin gespannt. Ja, wir wollen den Trainingssaal verlassen. Über das Pausenmenü kannst du jederzeit aus dem Spiel zum Trainingssaal zurückkehren. Neben den Kampfgrundlagen kannst du auch spezielle Trainingseinheiten, zum Beispiel zum Parieren oder Zauber, absolvieren. Okay, unser kleiner Freund Karfunkel wird uns offensichtlich helfen, wenn wir in Not sind. Sagt er zumindest. Ja. Ich bin wirklich gespannt, auch auf die Performance. Ob das Ganze einigermaßen flüssig läuft. Es gab ja schon mal das Benchmark-Tool. Das war eigentlich soweit okay von der Performance. Wie gesagt, ich habe es erstmal alles auf Mittel gelassen. Ja, werde mich da dann vielleicht nochmal hinsetzen und das Ganze ein bisschen feintunen. Aber für die Demo reicht das Ganze erstmal. Es scheint ja einigermaßen zu laufen. Oh, hier ist der Ladevorgang auf jeden Fall schon eine ganze Ecke länger als vorhin. Dies ist für die Geschichte des Königs, der auserwählt wurde, die Welt zu retten. Das sieht ja schon mal feurig aus hier. Ouch.
Was machen wir jetzt hier? Offensichtlich nichts, weil ich nicht wahnsinnig viel machen kann. Ja, ganz offensichtlich brauchen wir einen Plan. Schnell, er greift wieder an. Er kommt. Mein Gott, das Gamepad vibriert jetzt aber auch. Okay, auf ihn. Vor dem Fall. Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Du hast meine Erlaubnis zum Aufbruch, Noctis. Danke, Eure Majestät. Nun geh. Mögen die Götter dich schützen. Ja. Hey. Prinz zu sein ist auch nicht leicht. So viel zu höfischer Etikette. Ach, kannst du dich nicht einmal am Riemen reißen? Also irgendwie sehen die Videos ein bisschen pixelig aus. Was denn? Ich will dir noch etwas mit auf den Weg geben. Du legst deinen Kameraden eine schwere Bürde auf. Musst du gerade sagen. Ich erwarte nicht, dass ihr seine Launen zügelt. Lediglich, dass ihr sie ertragt. Sehr wohl, Majestät. Wir sorgen dafür, dass der Prinz Altissia sicher erreicht. Ja, genau. Ich will nicht drängeln, aber Kor wartet schon. Drathos, pass gut auf ihn auf. Und noch etwas. Benimm dich im Beisein deiner künftigen Frau. Selbstredend, Majestät. Und ihr zollt unseren Gästen aus Niflheim gebührend Respekt. Du hast keinen Grund zur Sorge. Ihr auch nicht. Noctis, sobald du aufgebrochen bist, gibt es kein Zurück mehr. Glaubst du, ich kneife? Bist du wirklich dazu bereit, deine Heimat hinter dir zu lassen? Nur keine Angst. Ich bist du fürs Erste los. Dein Weg ist lang. Wo auch immer er dich hinführt, das Erbe der Luzis geht mit dir. Gib nie auf, mein Sohn. Ja, spannend, spannend. Ja, offensichtlich heißt es auch Niflheim und nicht Nilfheim. Ja, ich sag's ja, Leute, ich bin heute noch etwas verplant. So, Kapitel 1, der Aufbruch. Prinz Noctis Lucis Kaleum ist mit einer dreiköpfigen Gefolgschaft aus Insomnia aufgebrochen. Sein Ziel, der Nachbarstaat Arcordo, okay, in dem seine Hochzeit stattfinden soll. Ja, dann machen wir uns jetzt also quasi zu unserer Hochzeit auf. Ich bin gespannt auf die Braut. Also die Ladezeiten sind schon üppig, ne? Vielleicht sollte ich die Vollversion dann bei Release lieber auf eine SSD installieren. Also die Demo waren jetzt auch nur 20 GB, glaube ich. Die Vollversion soll ja dann deutlich, deutlich größer werden. Ich habe da Zahlen um die 150 GB gelesen, aber ich denke mal, da geht es dann auch um die 4K-Texturen und so weiter. Aber das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne?
Jetzt hier die 20, das war ja noch einigermaßen schnell gezogen. Aber bei 150 sieht es dann schon anders aus. Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was? Mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Autsch! Wird's bald? Hey! Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemault. Fertig? Ja. Und los! Ja, sehr schön. Wir sollen jetzt hier quasi das Auto schieben. Aber ich denke mal, das schauen wir uns zum nächsten Part an. Das war's für diesen Part. Ich danke fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, obwohl ich noch etwas verplant war, lasst mir doch ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und macht's gut.